Bevor wir jetzt mit dem Video anfangen, möchte ich erstmal Danke sagen. Danke an euch alle, wir haben es wirklich geschafft, diese 1000 Follower auf dem Kanal zu erreichen und die YouTube-Partnerschaft zu bekommen. Wirklich mega, mega Dankeschön. Das war das große Ziel, ich bin mega happy darüber, wirklich. Das macht mich unfassbar stolz, das mit euch zusammen erreicht zu haben. Aber jetzt zum Video, und zwar heute soll es um die wohl cleanste Handcan im Game gehen, und zwar um die Falkenmond. Falkenmond, wer es nicht weiß, ist ein Exe, was Random Rolls haben kann. Legiertes Magazin ist, soweit ich weiß, der feste Roll. Der Rest ist Random. Meinen hier noch Messure drauf, Kampfgriff und Korkenzieherdrall. Also an sich ein relativ nicer Roll, würde ich sagen. Nicht der beste, aber schon ziemlich, ziemlich cool. Natürlich Cut habe ich auch gemacht, dass man ein paar mehr Kugeln hat. Und natürlich diesen Stapel, damit der Buff of Handling nach dem Bereich bei der USW. Ist ziemlich nice, der Cut. Ich kann nur empfehlen zu machen, wenn man die Waffe hat. Dazu erstmal, warum sie so clean anfühlt. Logischerweise, sie hat 93 Aim Assist oder halt Zielhilfe. Das ist auch auf M&K spürbar. Sie fühlt sich wirklich, wirklich gut an von der Connection her. Ganz kurz für die, die nicht wissen, was die Waffe macht. An sich relativ simpel erklärt, ihr habt 9 Schüsse im Magazin und diese letzte Kugel kann extrem viel Damage machen. Wenn ihr mit den vorherigen Kugeln Präzisionstreffer macht oder halt Todesschüsse, das ist relativ egal. Es muss nur ein Präzisionstreffer sein. Das heißt, sobald ihr 6 von diesen Präzisionstreffern gemacht habt, kann eure letzte Kugel im Magazin one-shotten. Sprich, ihr könnt sagen, okay, ich habe 6 Headshots, ich schieße die letzten beiden Kugeln raus, dass ich auf der allerletzten Kugel bin und mache damit ein One-Hit. Funktioniert wunderbar. Funktioniert wirklich gut. Alles über 6 Kugeln ist theoretisch übertrieben, aber man kann damit, denke ich, eine Ult One-Shotten. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber vom Damage her könnte das reichen. Ich habe es noch nie ausprobiert, sage ich ganz offen. Aber normale Hüter zu One-Shotten mit der letzten Kugel, das passiert relativ häufig. Oder man stackt zum Beispiel 4-5 Kugeln und macht ein Double-Tap, was auch mega nice ist. Vor allem in Sachen wie Trials. Wenn ihr gegen ein passives Team spielt, die Waffe kurz reinnehmt, ein paar Headshots farmt, dann den nächsten, der peakt, one-shotten könnt, ist wirklich mega cool. Noch ganz wichtig zu sagen ist vielleicht die letzte Kugel. Wenn ihr auf der letzten Kugel seid, dürft ihr die Waffe nicht wegstecken, sonst verliert ihr diesen Buff. Aber damit würde ich sagen, wir haben genug geredet. Wie sie in-game oder in meinen Händen performt, finden wir jetzt gemeinsam raus. Von daher, let's go. Wo gehe ich zuerst hin? Ich gehe dahin, wo Guppy nicht hingeht. Also oft A. Okay. Hab einen. Mal 2, damit kann ich nichts anfangen. Action, eine geile Range. Okay, ich hab mal 5, das ist kein One-Tap leider. Hab ihn eh verschossen, alles gut. Wo kriegt er Leben zurück? Nice, T. Unter mir. Warte, wo? War der tot? Nee. Hallo, der ist oben, mein Team ist geholt. Bin da, alles gut. Heavy ist verloren. Ich wollte eigentlich auf B gehen, aber B haben sich. Oh mein Gott! Ich hab Angst. Okay. Warte mal. Er hat mich damit ge. What? Hat er mich noch irgendwie vorgehetet? Bin ich jetzt einfach dadurch nur umgefallen? Ich hab beide. Mir geht's wunderbar. Warum habe ich nachgeladen, wenn ich gerade eine Hawkmoon spiele? Ey, die Frau. Oh, mach nicht! Licht ist mir in dir. Schade. Ich hab ihn auch geboxt. Oben ist noch einer. Jetzt mal nachladen und so. Rechts von uns auch einer. Irgendwo. Oh nein. War eine dumme Idee. Zu viele Pings. Eine ist okay, ne? Aber der zweite Guppy, der war nicht so fun. Ja, das habe ich vielleicht nicht so ganz durchdacht. Das sind ein paar mehr. Okay, ich will zu Wuss. Das ist die gleiche. Merke ich gerade gegen Chain, aber von hinten ab. Nice, da hat es mir geholfen, der extra Schuss. Oder ich habe ich 61 oder 161 gemacht? Habe ich überhaupt einen Headshot getroffen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich habe den einfach Bullshit gelabert. Lass mir das jetzt einfach so stehen, du hast ihn getroffen, okay? Okay, perfekt. Mit dem Shot natürlich. Ja, natürlich. Von wo? Also. Als ob Guppy daneben schießen würde. Also naja, das gibt's nicht. Also ich meine, das ist Guppy, hä? Hilfe, Wuss! Okay. Das sind nochmal 2! Oh nö. Okay. Guppy, den einen muss. Mein Schulter-Charge Connector nicht! Ich hasse das Spiel. Das finde ich nicht so neu aufzuladen. Nee, das. Nee! Nee! Mann! Wir wollen. Warum schießt er auf mich? Wo ist der denn nicht an? Oh mein Gott, was hast du da gemacht?
Ich habe alle ein bisschen geleckt und so. Nein! Oh mein Gott, ich habe sie alle drei, Wiz! Nice. Auch mit der Final Shot komplett waste, weil ich habe fast alles Headshots gemacht, oder alles? Just one. Triple Tap. Ich weiß nicht warum, ne? Hawkmoon ist einer der cleansten Handguns. Und wenn ich wieder bei anfange zu reden, treffe ich nichts. Das Typische. Aber Hawkmoon ist irgendwie einer der cleansten Handguns im Game. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich liebe das Feeling von der. Warum habe ich jetzt eigentlich noch nie ein Video gemacht? Weil du jetzt gerade ein Video darüber machst. Oh, warum gibt er mir das jetzt? Weißt du was? Ich hab keinen Bock. Hopp. Bin in meine Bubble gelaufen zum Kack. Was mache ich jetzt? Weißt du, kaum sagt, dass die Clean Sand Kinder hat keinen Shot mehr. So typisch Guppy. Warum hast du dann. Ach, oh Gott, da sind 5 Leute! Auf C. Auf C? Ja! Perfekt. Ich weiß, wo ich nicht hingehe. War nicht so geil. Bin auf dem Weg, Toxic, Wiz. Ich habe ihn. Nein, dann hat mich. Ich hab ganz viel Special Money. Das ist auch gern. Du hattest ganz viel Special Money. Warte mal, läuft mir näher. Team? Hat er ihn gesniped? Lol. Oh nein. Oh Gott, mir geht's nicht gut. Küsschen, Wiz. Wieso hab ich da jetzt keinen Hatchet getroffen? Wo hab ich hingezielt? Boah, links. Er hat einen One-Shot. Schade. Oh Gott, Alter, das waren 4 Stück. Das war so eine schlechte Idee. Der ist One-Shot. Sag das nicht immer und dann sind sie voll live. Nein, von hinten war er nicht. Das ist einfach eine Lüge. Das ist im Video falsch angezeigt. Der war One-Shot. Aua, da waren mehr als einer. Nein. Die sind beide No-Shield. Warte mal. Bin ich fein, damit ich lebe? Wir haben die Bubble weg. Wir haben den Titan gemacht. Noch, also ich hab 4 Ladungen. Ich müsste eigentlich einen Double-Tap haben. Wenn ich den vorherigen noch treffe mit dem Headshot. Ja, genau so ungefähr. Easy. Hey, meine Spezialmunition, die ich nicht benutze, weil ich vergesse, einen Mod reinzumachen, damit ich schneller reinzoome. Das war ein zu langer Satz. Keine Luft geholt. Double tapped. Er will nicht auf B. Ich sehe eine glorreiche Dämmerung. Bring es zu Ende. Schade. Alle zusammen. Au! Wie die eisernen Lords. Noch schade. Leck mich. Mann. Nice. Warte, ich hab mal 3. Wo sind die anderen? Oh nein. Ja, genau das hätte ich genauso gesagt. Wandlaufen ist die beste Option im Game. Also den Gegner fand ich jetzt gerade schon cool. Schieße die ganze Zeit auf mein Schild, ich gehe kurz zur Seite, gebe ihn einen Hit, er rennt weg und stellt sich ein Schild. Warum auch nicht, hä? Hä? Was ist los mit dem? Du gegen den Rest der Welt, Hüter. Ich gegen den Rest der Welt. Sicher, dass es nur 5 Leute außer mir auf der Welt gibt? Ich glaube nicht, dass die Aussage richtig ist. Oh nein, was wird hier passieren? Du stirbst. Der wurde so geklaut! Frech! Traurig. Diese Kackdinger flinchen mich! Oh Gott. Lasst mir mal kurz nachladen, bitte, danke. Noch einer. Das verliere ich. Aim geschuldet. Warte mal. Ich habe ihn gedoubled damage, bin ich fein mit. Warte, einer ist unten oder oben? Der ist auf jeden Fall oben. Ich hab sogar so viel Range, lol.
Guppi! Ich hab ihn. Nee, du! Hör auf! Lass mir einfach mal kurz chillen, danke. Komm, du. Deine Stärke inspiriert uns alle. Jetzt hab ich ihn eigentlich bekommen, so ein Kack. Warte mal. Ich habe so viel Range, als ob! Hab ich vorbeigeschossen. Ich hab mal 4, das heißt, wenn ich einen Headshot treffe, habe ich einen Double Tap. Mit Head und Body normalerweise. So eine Kacke. Ich muss an den rankommen. Oder auf das eine von den beiden Lows. Oder treffen. Oh, ganz Stamp hier in dem Game. Das ist die 120er. Oh nein, links ist noch einer. Oh nein, was mache ich jetzt? Nehmen wir den und Sterblichswurf. Das ist eine perfekt gute Idee. Er hat so viel mehr Range mit 120er. Aber die Round Robin ist schon nice. Ich wollte gerade sagen, wie, das hat nicht gereicht. Der Straight leitet mich einfach. Kann man versuchen? Sollte man nicht? Schaffe ich noch einen One-Tap? Das ist die wichtige Frage, die ich mir stelle. Ich denke ja, nein. Oh, ich habe nur 3 Schüsse. Guck, wie du musst Erster werden. Wir hatten einen noch. Nimm mir die Heavy, wenn ich das kann. Lass es hageln. Ich hab gedacht, komm vor. Ich hab so gedacht, komm vor. Mir geht's nicht gut. Er kommt immer noch nicht vor. Snack ich mir kurz. Die ist immer noch hinter mir her. Halt's Maul. Gegner. Oh Gott. Ich hab mal 5, das heißt, ich hab keinen Wanted. Ich muss nachladen. So ein Kack. Oh, das ist mir nicht gern. Nahkampf und Messsucher. Ich möchte da nicht drüber reden, okay? Nahkampf und Messsucher. Ich muss aufhören, das überhaupt zu versuchen. Next mit dem Shotgun. So ein Kack. Nein, der ist absolut One-Shot. Der will nicht mit mir spielen. Ich kann es verstehen, aber ich find's scheiße. Ich will mit ihm spielen. Oh, ich will den Streifen anzurufen, weil der kommt vor. Drüber geschossen. Straight. Okay, ich hinterfrag's nicht. Aber ich bleib dabei. Die Handcam fühlt sich unfassbar clean an. Ich will nicht gegen den Dornblatt kämpfen. Ich kann es auch machen. Ich hab mal 5. Das ist kein One-Hit, aber ich will trotzdem schießen. Geh mal kurz. Geh mal kurz. Let's go. Gut gekämpft. Ich habe 24 Defeats und 4 Leute geklaut. So ein Kack.